Willkommen zum Finale des bisher größten Wargame-Events, das es jemals gab. 1.15 Comeback Fight Night auf MyPLANET. 20 Teams haben mitgemacht. Heute, 28. Februar 2021, ist das Finale. Wir schauen uns den Kampf zwischen Eclipse und Sandy Cake jetzt zusammen mit Vortech an. Und ich bin echt gespannt, wer das Finale gewinnen wird. Sandy Cake sind die, wo Sandy Cake draufsteht. Mit dem Kuchen und Eclipse ist das mit dem das Grüne. Der eine Glasblock jeden, das ist auch echt Premium. Braucht man besonders dringend, um die Arena später nachzubauen. Ich fliege nochmal den ganzen Drachen ab, damit wir den nachbauen können im Zweifelsfall. Richtig. Ich hoffe einfach, dass es nicht so lange dauert, weil ich habe kein Ladekabel für meinen Laptop für die zweite Ansicht hier rumstehen. Das ist unpraktisch. Ah, das ist gut. Er ist aber vollgeladen, also. Okay. Traurig. Wer ist Platz 3? Hier Apollo-Döner. Ah, wow, nicht schlecht. Also Isa hat gegen... Das ist Sandy Cake verloren und Apollo Döner gegen EC. Klingt gut. Nee, andersrum. Wie viele Leute sind denn online? Auch 94, nicht mehr so viele wie vorhin. Nee. Da waren es mal 120. Ja, gestern waren es mal 160. Warum gibt es überhaupt Achterbahnen? Das ist so. Warum gibt es Wargears? Ja, gut, auch wieder wahr. Besser gesagt, warum gibt es seit fast 9 Jahren Wargears? Achterbahn gibt es länger. Ja, aber Wargears sind mehr OP. Hast du schon mal eine Achterbahn... Ja, okay, ich habe einen Wargear gebaut. Hast du, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du schon mal eine Achterbahn fighten gesehen hast, aber ja, hast du. Ja, OP. Ja, es gibt keine Wargear Fight Nights. Es gibt... Achterbahn Fight Nights. Oh, Junge, Alter. So, es geht los. Ja, der Fight geht los. Ja. Eclipse gegen Sandy Cake. Ist Sandy Cake eigentlich ein neues Team oder hieß es früher mal anders? Nee, die haben auf WGW halt gespielt, also. Also Sandy Cake gönnt sich auf jeden Fall vorne die Massivschilder, Eclipse eher so an der Seite. Im TS sind Alessio vom Kanal Titan Plays bzw. Splash One, wenn ihr Achterbahn-Enthusiasten seid. Miney, das ist ein Kollege von mir. Geeknuts und Painter360F sind beides Teammember von uns und ich halt. Lost. Und der Fight geht los. Wenn wir uns darauf konzentrieren wollen, um die Aufnahme jetzt nicht komplett ins Bodenlose sinken zu lassen. Ja. Eclipse macht das. Und direkt zwei Tote. Ich hab's mir gedacht. Nicht schlecht. Oha. Ich hab's mir gedacht. Da hast du oben schon mal der Stich drin, ne? Und auf der anderen Seite genauso. Und noch einer tot. Ja, richtig. Oh. Ja, klar. Sandy Cake wird zusammengeschossen. Das war die B-Loch und da. Da sind auch die Sidesteps von denen weg. Hier, ja. Ja, da ist ein schönes Loch. Der hat auch nur 2,5 Herzen noch. Ja, Alter, der war da genau zwischen den Explosionen da im Sidestep. Da muss erstmal der Damage rendern. Nee, Sandy Cake. Ja, da lebt nur noch einer. Eben, der rennt da gerade. Haben die nur zu 5 gefightet? Ja. Ah, okay, gut. Und nur 2,5 Herzen, also Eclipse hat hier auf jeden Fall gerade die Nase vorn. Und jetzt leckt's ihn wieder. Jetzt wird er. Oh, da kam noch ein Seite. Und oben Mitte auch. Ja, hat der ein. Oh, Junge, Backstep auch noch. Oh, der steht schon wieder am Sidestep. Der hat irgendwie gerade ein bisschen gelitten. Also, der hat jetzt eindeutig ein Problem. Das ging auf jeden Fall dezent schnell. Eben. EC ist halt einfach. Ich habe halt schon gedacht, dass die einfach die bessere Taktik haben, einfach. EC hat vorne so ganz bisschen angekratzt. Und das war's ja irgendwie auch. Die Wolke lebt ja noch komplett. Ja, die haben halt die Taktik ganz genau drauf angepasst, würde ich mal wetten. Man hat ja bei Sandy Cake vor ein paar Fights auch gesehen, dass die da RMWG blind rumgestoppt. Was war das? Oh, kein Stein auch hier, super. Ich weiß nicht mal in welchem Fight, aber irgendein Fight haben die ja so mehr oder weniger blind rumgestoppt und waren halt etwas verloren. Also, ich glaube halt, EC hat ihre Kanonen deutlich besser unter Kontrolle. Ja, mal gucken, wenn hier mal ein Sidestep bei Backstep reinkommt. Sieht Hayek. Ja, Hayek sieht nicht mehr gut aus. Nee, Julia, du hast nicht recht. EC hat ganz bisschen Schaden vorne rechts. Da kommen die ersten Downsteps angeflogen. Oh, und da kommen die Wölkchen, da bin ich doch der glücklich. Wir wurden wohin korrigiert, das ist eine 5-Loch. Weil diese Breitenstreu, oder was? Ja. Bitte. Breitenstreu der Wölkchen, mehr ist das nicht. Oh, und es war's. GG, ja. GG. Damit hat EC die Fight Night gewonnen. War es der schnellste Fight in der Fight Night?
Es gab in der Gruppenphase ein Team, das zweimal mit einem einzigen Sidestep-Schuss rausgeschaltet wurde. Das wurde dreimal. Alle drei Fights, die sie hatten, wurden sie mit einer Sidestep rausgeschlagen. Oh, das ist Frankstein, hart. Du bist jetzt nicht ernsthaft bis Wargi geflogen. Ja, aber durch den Schaden durch. Da war effektiv nur Endstone. Und dann wurdest du aus Versehen von dem Typen, weil du zu nah dran warst, durchs Wargi gekickt. Alter, du sollst da gar nicht reinfliegen, Mann. Und ich hab den Todesmoment von ihm drauf. Das passt. Ja, aber das war's auf jeden Fall mit der bisher größten Fight oder dem größten Wargame-Event, was es jemals gab. Wie viele Teams waren es? 20, oder? 20 Teams, 157 Spieler insgesamt. Nicht schlecht. Über 2 Tage und Eclipse gewinnt damit das erste Event, seitdem MyPayPlanet zurückgekehrt ist. Verdient er sich auf jeden Fall für EC, aber auch ein sehr guter Zeitablass für Centicake hier. Die haben sich wirklich richtig gut geschlagen. Ja. Genau, Apollo ist 3. Platz. Und 4. Genau. Ist halt Isa. Heißt Isa, genau, ja, Isa. Interstellar. Genau. Also, es war halt eine extrem spannende Fight Night. Ich hab auch den Eindruck, dass die Masters nochmal um einige spannender machen, die neuen. Ja, also man hat einfach zum Beispiel mit den Sidesteps, die sind stark genervt. Hat man ja in einigen Fights gesehen, dass da noch Lupfs und so vorne standen. Ja, sehr interessante FN. Und jetzt kommt auch die offizielle Eventmeldung, dass Eclipse gewonnen hat. Und das war's im Finale. Eclipse hat gegen das Team Zendikate gewonnen. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Bisher größtes Wargame-Event, was es jemals gab. Also 20 Teams ist auf jeden Fall eine Ansage. Gestern konnte ich leider zeitlich nicht zuschauen. Aber heute habe ich mir die Flügelfinalkämpfe angeschaut und jetzt aufs Finale. Und ihr könnt euch sonst auch gerne noch den Stream von PlayPlanet anschauen. Verlinke ich einfach mal in der Beschreibung, dürft ihr online bleiben, damit ihr die restlichen Fights auch im Nachhinein noch anschauen könnt. Und meine Viertelfinal-Fights habe ich ebenfalls zusammen mit Vortech die mitkommentiert. Das heißt, auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann bedanke ich mich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ja, ich würde sagen, können wir den Stream an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Lasse vorbei, abonniert Wortlich, ganz wichtig. Abonniert diesen Kanal, keine Ahnung, vielleicht machen wir noch was. Alessio dürft ihr übrigens auch abonnieren. Ja. Nee, nur vorbeischauen, nur nicht abonnieren. Ja, genau, da kommen so sporadische Videos und ihr weiß nicht, wenn ihr Achterbahn mögt. Und 3-mal die Woche, Aktivität pur. Oha, und wenn ihr Merch kaufen wollt und irgendwie neue On-Rides cool findet, dann... Endlich neue On-Rides. Hat der auch einen Merch-Store oder so? www.seedshirt.de/shop/splash1. Danke. Okay, jetzt stelle ich einfach hier Copyright Claim. Ich wollte gerade sagen, wir sind Vortex. Sind wir aber heute nicht. Wir sind heute tatsächlich mal MyPlayPlanet, nicht SteamWar. Meine Güte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Überlebt. Boah. Ja, überlebt. Vorbei. Wie lange habt ihr jetzt am Stück gestreamt? Seit 16.50 Uhr, also nicht mal so lange. MSG Tischkante, ich bekomme 5K. Nee, das musst du Lufen abholen. Ja, Lufen ist leider nicht mehr da. Herr Kalkstein, wir hätten noch einen super tollen Fight dranhängen können. 5000 Planets? Wir haben den Vertrag aufgesetzt. Ja, Lufen. Das ist so viel für die FN. Ja, richtig. Ja, natürlich. Deshalb habe ich es ja gemacht. Ja, einer oder beide? Oder alle drei? Und wer also, war also ja, ich gehe auch. Finde ich gut. Verträge im Nachhinein aushandeln noch besser. Ja. Ja, na klar.